So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Versuch auf dem Konfigurator bei Rise Son of Rome mit den beiden Hurensöhnen Romulus und Remus hier. Möchte gerne Romulus und Remus. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Okay, es funktioniert. Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, wie man die beiden besiegen kann. Man muss die nämlich dreimal mit dem Schild schlagen und dann sind die gestunt. Das war mir nicht bewusst, dass man nicht die dreimal mit dem Schild schlagen kann, dann sind die gestunt. Aber damit scheint es jetzt zu funktionieren. So. Wenn man es weiß, gar nicht so schwer, aber man muss erstmal drauf kommen, dass es einen Stun gibt, wenn man die dreimal mit dem Schild schlägt. So. Meine Fresse, ey. Besuch mich in meinen Gemächern. Du willst für deinen Kaiser kämpfen. Und das sollst du auch. Das ist ja nett. Treff dich mit Basius. Okay, so Basius, nicht Commodus. Na, hallo. Hier ist deine Bestätigung. Verliere sie nicht. Du hast das Töten zu einer Kunst gemacht. Ich hingegen pflege andere Ausdrucksformen. Hier einige meiner neuesten Werke. Ich bin gerade fertig mit dem letzten Feinschliff. Ein Geschenk an meinen Vater, den Kaiser. Ein äußerst großartiges Werk, wie ich zugeben muss. Mit einer versteckten Überraschung. Einem kleinen Hohlraum in seinem Kopf, der Tränen aus feinstem Weißwein als Symbol der Liebe zum Reich vergießt. Obwohl es wahrscheinlich alles Mögliche vergießen könnte. Alles? Und er weiß nicht mal, von wem er getötet wurde. So viel Blut. Graue Berge lasten auf dem Senat. Die Straßen. Die Straßen Roms werden rot sein. Rot vom Blut. Ich sah dich in meinen Träumen. Schneid mich los, wenn du deine Zukunft erfahren willst. Gefallener Held Roms. Geist der Vergeltung. Damokles wird vom großen General Marius gerichtet. Dieser General wiederum von Damokles. Kaiser Nero. Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert. Du kannst ihn nicht töten.
Die ist strange. Aber sie weiß einiges. Schauen wir mal. Das war zumindest Basius. Commodus war der Nächste. Er wollte hier im Kolosseum ganz Rom seine großen Siege präsentieren und unsere Taten für die Seinen ausgeben. Ich würde mir das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen und Rom von seinem Gift zu befreien. Es war Zeit für Vergeltung. So sieht's aus. Aber auch hier schauen wir uns erstmal wieder ein bisschen um. Mal wieder ein paar Wurfsperre mitnehmen oder sind wir da voll? Das scheint mir voll zu sein. Haben wir genug mit? Gibt's hier irgendwo was zum Sammeln? Gehen wir aus dem Weg. Kann man hier vorbei an dir? Oder wirst du böse? Ne, das geht. So eine Sehenswürdigkeit. Siehst du? Ich muss es nur erwähnen und schon kommentieren. So, aber einen haben wir vergessen, einen haben wir übersehen. Basilius Gladiatoren Arena. Oder auch Puff genannt. So, was da drin abging. Nun gut. Dann wartet jetzt noch Commodus auf uns. Du hast doch keine Ahnung. Du wirst in der ersten Runde abgeschlachtet. Ich habe in jeder Arena gekämpft und lebe immer noch. Das ist das Kolosseum. Du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu sterben! Wir müssen mal schauen, ob es sich auffällt, denn das Kolosseum war auch das Hintergrund von unseren 2K16 Night of Champions Thumbnail. Das Kolosseum aus Rise of Rome, ja, Rise Son of Rome, habe ich da als Thumbnail-Hintergrund genommen. Müsst ihr mal vergleichen. Dieses Bild hier habe ich als Thumbnail-Hintergrund genommen für Night of Champions. Das sieht interessant aus. Wer wird sich in der Arena behaupten? Wer wird sich das Recht verdienen, dem einzigartigen General Commodus im Kampf gegenüberzustehen? Wirst du es sein, Amokles? Heute stirbst du. Also wir spielen hier quasi nochmal die Schlacht von Dover nach. So. Ich sehe gerade nicht, welche Farbe da war. Ich sehe allgemein nichts, weil die da alle draufstehen auf dir. So. Ah, Teddybär will uns auch schon die ganze Zeit auf den Sack gehen. Uns ganz schön Fokus rauben, wenn der uns mal trifft. Warum auch immer der das kann, aber gut. Ja, wir wollen uns hier den Kampf gegen General Commodus verdienen. Und ihn dann in einem richtigen Kampf besiegen, wie es aussieht. Stopp der mal, wie verhält denn der aus? Ich geh mich auf den Sack hier. Geh mich auf den Sack, hab ich gesagt. So. Na bitte. So. Boah, nix, weißt du selber. So. Wo haben wir noch welche? Ihr seid auf meiner Seite, du noch.
Nach der Eroberung der Küste Dover ließ der siegreiche Commodus die verräterische Festung unter seiner glühenden Macht erzittern. Mhm, besonders Commodus. Na? Willst du nicht brennen? Hallo? Hallo? Einen scheint zu reichen. Nimm die Festung ein. Okay. So. Gibt's überhaupt noch welche von den mächtigen Barbaren? Mit dem Zorn erfüllt, streckte der allmächtige Commodus die Briten für ihre Respektlosigkeit nieder und entzündete in Dovers gezähmtem Herzen die ewige Flamme Roms. Genau so war's. Das ist 1:1 die Schlacht, die wir hier spielen. Das wissen wir ja alle. Und schon wieder so ein Teddybär hier. So. Du mit deinem komischen Schild kannst auch mal weggehen. Oh, na los. So. Das war's mit dir. Hey, außer wir kann es vermutlich keiner bezeugen, wie die Schlacht wirklich war. Du. Kann man schön die harten Treffer, die funktionieren irgendwie ganz gut. Die kann man sogar ein paar Mal hintereinander einfach spammen. Wenn die dann noch so gegen eine Wand dagegen, mal gucken, ob es noch ein Collectible gibt. Wenn die dann so gegen eine Wand so dagegen lehnen oder so vor und zurück wippen, dann können die sich auch nicht wehren. Nö, sieht nicht so aus. Gibt es da bestimmt irgendwo noch eine Sehenswürdigkeit, das Kolosseum von Rom. Irgendwo bestimmt. Könnte ich wetten. So. Entzündete Siegesfeuer. Bin ich der Einzige, der von meinen Buddies hier noch lebt, oder wie? So, wie mache ich das? Hier, Fackel holen. Und so lief die Schlacht von Dover. Daraufhin zog General Commodus zum Waldversteck der britischen Verräter, um ganz allein den bösen König Oswald und seine wilde Tochter gefangen zu nehmen. So sieht's aus, genau so war's. Ganz allein hat Commodus sich König Oswald gestellt. Schalte die Bogenschützen aus. Die britischen Bogenschützen versuchten General Commodus zu bezwingen. Na. Willst du auch mal werfen? Hallo? Oh, ich dachte, er trifft mich nicht. Alter, General Commodus sich einfach aufhalten lassen würde. Ich bitte euch. Zu spät. Was ist das denn da gerade für ein Clown? So, ach hier hoch. Die Wälder Britanniens wimmelten von Feinden. Und der große General Dankeschön, danke.
So. Die niederträchtigen Briten schickten ihre stärksten Krieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Mörderische, wilde Krieger von unerreichter Stärke. Geh mir nicht auf den Sack, ich möchte zuerst mal hier den Tribären weghauen. Oh. So, na, gerade konnte ich doch. So. Lass mal der weg, schon mal ein Problem weniger. Schön, ob wir allen drin zugucken. Ich bräuchte jetzt aber mal eine Hinrichtung. Ich brauche wieder ein bisschen Leben. So. Und das sind hier die besten Kämpfer der Barbaren. Gut, jetzt sind es ja hier nur Schauspieler, sage ich jetzt mal. Ne? Schauspieler, die wirklich sterben. Wahrscheinlich irgendwelche Gefangenen oder so, die dazu verdonnert werden, das hier mitzumachen. Zack. Und hinter uns müsste auch noch einer sein. Genau. So. Wie dumm! So war das gar nicht. Es machen eigentlich viel mehr Mörder. Oh, kommen noch mehr. Was rennt denn da gerade hin und her? What the fuck? Ist der besoffen oder was? Na komm. Schon genug? Ja. Na, lach ich doch. So. Oh. 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 Wunderbar. Ramos, es war einfach brillant, oder nicht? So brillant, dass es einen Kopf will. 1000 Denari für denjenigen von euch, der ihn mir bringt. Die Belohnung ist mein. Tut mir leid, es geht um 1000 Denari. Ich mache es kurz, Ramos. Ist da was? So. Die Heldenhand des großen General Commodus nachstellen? Fake Ilsen! Ich habe die Briten eigenhändig zerstört! Du quälst dich trotz der ganzen Hilfe! So. Fokus, ja, doch ganz nett. Ja, kann man schon mal machen. So. Ja, Kopfgeld könnt ihr euch sonst wo hinstecken. Da wird leider nichts draus. So. Commodus wird das Aquädukt zerstören. Was für ein Finale! Genau, wir zerstören das Aquädukt, das große Finale. Das in der nächsten Folge von Rise of Rome. Hier auf dem Konfi-Kanal. Bis dann.